4. Mir ist die Ehre widerfahren, Sie alle, sehr verehrte Damen und Herren, hier im Gasteig zu diesem Konzert zu begrüßen. Und ausnahmsweise einmal nicht, um fürs Prinzregententheater zu werben. Meine Damen und Herren, dass am Ostermontag so viele Damen und Herren gekommen sind, um Mexiko zu helfen, dafür Dankeschön. Der Schirmherr des heutigen Abends ist unser bayerischer Ministerpräsident und ich freue mich, dass Sie, Herr Dr. Stoiber, der Leiter der Staatskanzlei, ihn heute bei uns vertreten. Wir freuen uns ganz besonders, dass der ehemalige Bundespräsident, der Dr. Walter Scheel, bei uns ist. Und wir freuen uns auch, dass wir den mexikanischen Kulturattaché Herrn Martinez bei uns heute Abend begrüßen dürfen. Danken möchte ich aber vor allem den beteiligten Künstlern, nicht nur Frau Berganza, Herrn Domingo, das wissen wir, aber ich freue mich, dem Maestro des Abends, Tino Navarro, heute Abend, der das Orchester leitet, hier bei uns zu haben. Ich begrüße den Chor des Bayerischen Rundfunks und die Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters. Meine Damen und Herren, Placido Domingo hat uns damals, als das Unglück geschah, uns Intendanten in aller Welt schon sehr verwirrt und durcheinander gebracht. Er hat alle Termine, die er für die Oper blockiert hatte, hat er für die Benefizkonzerte für Mexiko umgestellt. Das war eine Verwirrung und auch viele Umdispositionen wurden notwendig. Aber, meine Damen und Herren, wir Intendanten haben es dann verstanden, warum er es getan hat. Wir waren den Veranstaltern, und danke Ihnen, Frau Hertingen-Hörtnagel, dass Sie das zusammengebracht haben heute Abend. Als die Veranstalter mich fragten, ob ich ein paar Grußworte am Anfang sagen wollte, da habe ich gesagt, das tue ich sehr gerne, schon aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Placido Domingo. Das letzte Mal war das der Lohengrin an der Metropolitan Opera. Ich vergesse nie, in die Hauptprobe ging los und Placido kam und sagte, wo ist meine blonde Perücke? Ich sage, was für eine blonde Perücke? Sagte, ja, Lohengrin trägt immer blond. Und in New York schon immer, es hat nie einen Lohengrin gegeben, der nicht blond war. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. Sie mit einer blonden Perücke sehen doch aus wie Elsa, das geht doch überhaupt gar nicht. Da sage ich, nein, Sie so wie Sie. Ich sagte, nein, ich muss eine blonde Perücke haben. Es gab einen Streit und dann habe ich gesagt, griff zu einem Trick, ich sage, Placido, wo kommt der her? Was meinen Sie woher? Ja, vom Graal kommt er. Ich sage, natürlich, und wo ist der Graal? Ja, im Himmel oder wo? Ich sage, nein, es ist in Montsalvat. Und wo liegt Montsalvat? In Spanien. Wo kommen Sie her? Aus Spanien. Sie kommen so, wie Sie sind, schwarz. Er kam schwarz und er war wunderbar. Meine Damen und Herren, er kommt auch heute Abend so, wie er aussieht, ohne Perücke, schwarz. Aus Puerto Rico kommt er. Ich begrüße Placido Domingo.
Thank you.
Come on, say you don't know.
Thank you.
Meine Damen und Herren, wir alle von da unten danken allen hier oben für diesen Abend. Aber lieber Placido, eine Frage. Was geschieht mit dem Geld, was heute Abend eingenommen worden ist und was noch eingenommen wird? Meine Damen und Herren, ich bringe persönlich nach Mexiko der Familien, 300 Familien, diese Tragödie. Ich denke vom Herzen alle hier heute, nicht gut genug mein Deutsch, aber bitte, erste hier Frau Johanna Herring, da hatte alles organisiert. Ich denke, die Blumen ist für Sie. Bitte, ich danke sehr, sehr für alle Sponsoren für heute Abend, für mehr machen diese Abend möglich. Und natürlich mein Herz für den Chor, der Chor und das Orchester, das so wunderbar spielt. Und diese Abend, alles hat er Werk für frei, wir können sagen. Nicht uns, der Solisten, aber die ganze Chor und Orchester, das ist fantastisch, ich denke. Und na, Herr Everding, Professor, danke, ich bin hier auch. Und natürlich jetzt, wir sind hier drei in Spanien, Teresa, Luis Antonio und ich. Ich sage Teresa, danke, weil das war eine Surprise für mich, dass sie kommt, dieses Konzert. Und natürlich für Luis Antonio, wir machen so viel Arbeit zusammen. Wir machen letzte Woche ein anderes Konzert in Puerto Rico, auch für Mexiko. So in ein paar Wochen ich in Mexiko bringe die ganze 7 Konzerte. Bari, Madrid, Barcelona, Zürich, London, Puerto Rico und München. Viele, viele Danke. Und ich denke, dann Herr Everding sagt noch ein bisschen. Ich sag. Ich spreche nur Ihrer aller Hoffnung aus, dass Sie, Frau Maestro Placido Domingo, bald wieder nach München kommen. Möge der Anlass beim nächsten. Möge der Anlass weniger überschattet sein. Aber möge er bald sein, spätestens zur Eröffnung. Ich wollte natürlich noch einen Satz sagen, nämlich spätestens zur Eröffnung des Prinzregententheaters. Ja, aber Maestro, spüren Sie, was im Saal jetzt vorgeht? Alle rufen, alle schreien nach einem Encore! Wir sind drei Spanier hier, so wir singen unsere liebe Zarzuela.
vicino la porta un raggio. Ai Maria, tu me lo dove, quando tu lo dure, che mi andrò vita cerco, il comino del pittore. Sera che mi abito, la tarantula tagnina, gli specchi di quel fermo, questo sangue tanto di la mia mamma la mia mamma, tutta la ragna che ti alla valera, mi fa la vita, ne bailando sicura da onde volò. Ehi, ma oggi la ragna che mi ne picò.
bella che se me caga la lingua. Signor. Termine. Le da miedo. Non lo crea, lo que tengo que decir. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. En todas partes te veo. Me tiene loco ese cuerpo. No te echaré un cal que nació un chamberí con la grasa y la sal de Madrid. Hasta muerte de quererte, y a ver si mi amor es firme y fuerte. Muy sincero, 50, chulo, guapa, gafito. Cuando Dios te echó al mundo, ay, mi madre, qué faena me hizo.